Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Funktoren in C++ beschäftigen. Und der Name klingt vielleicht fancy, letztendlich ist aber gar nicht so Schlimmes dahinter. Wir haben im letzten Video festgestellt, dass wir im Vergleich zu C# eine sehr viel größere Anzahl an Operatoren in C++ überschreiben können. Und einer dieser Operatoren ist ja der Klammer auf, Klammer zu Operator, den wir eigentlich nutzen, um beispielsweise Methoden aufzurufen. Und Funktoren sind jetzt eben Klassen, die genau diesen Operator für den Zweck überschreiben, dass diese Objekte dann letztendlich wie Funktionen aufgerufen werden können. Und damit wir sehen, wie das Ganze funktioniert, haben wir hier eben jetzt einen Addierfunktor. Und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben eben hier ein privates Feld, das ist eine Zahl. Wir haben hier einen Konstruktor, der eben die Zahl initialisiert. Entschuldigung, den habe ich noch gar nicht ausformuliert. Sehe ich jetzt hier eben gerade. So. Und um was es jetzt tatsächlich eben geht, ist, dass wir jetzt hier den Klammer auf, Klammer zu Operator überladen. Das heißt, ich mache hier einen Operator, Klammer auf, und ich bekomme hier eben eine Zahl. Und was ich hier einfach mache, ist, dass ich natürlich die gegebene Zahl hier addiere. Und wir sehen jetzt hier eben, eigentlich ist unser Funktor, so wie wir ihn hier jetzt sehen, schon fertig. Und ich werde ihn jetzt eben mal hier in unsere Main-Funktion einsetzen. Das heißt, wir machen hier mal den Addierfunktor hinzu. Und was wir jetzt eben machen können, ist, dass wir ein Objekt von diesem Funktor instanziieren. Also eigentlich wird der Funktor ausgesprochen. Ich habe mich tatsächlich vertan bei der Schreibweise. So. Und damit haben wir jetzt eben unseren Funktor hier instanziert. Und wir können jetzt einfach hier dieses Objekt, was wir hier haben, nutzen, um hier jetzt diese Sachen auszugeben und diese Sachen zu addieren. Und das machen wir ganz einfach, indem wir den Klammeroperator auf dieses Objekt anwenden. Also es sieht letztendlich aus wie ein Funktionsaufruf. Und wenn wir das Ganze jetzt mal kompilieren und uns durch diesen Code durchbewegen, dann sehen wir eben tatsächlich, dass wir jetzt hier in dieser Operatorüberladung landen. Und so weiter, wie wir das hier sehen. Und am Ende rufen wir eben eine ganz normale Inline-Get-Funktion auf. Ja, wo werden diese Funktoren eingesetzt? Üblicherweise in Kombination mit eben Templates. Das heißt, wir könnten jetzt hier eben eine Methode, die nennen wir mal Accumulate, nennen. Und wir lassen uns hier, oder wir erstellen hier ein Template für eben ein gewisses T. Und wir lassen uns hier jetzt eben eine Funktorreferenz übergeben. Das ist eben unser Funktor. Und was wir hier jetzt eben machen, ist, dass wir hier auf diesem Funktor ganz einfach bestimmte Sachen aufrufen, so wie wir das unten schon gemacht haben. Ganz einfach so. Und das war es auch schon. Und wir können jetzt eben sagen, wir schreiben noch einen weiteren Funktor hier. Das heißt, wir machen hier jetzt beispielsweise einen Subtraktionsfunktor. Und im Prinzip werde ich mir jetzt mal bloß hier schnell den Code rauskopieren und hier einsetzen.
So. Und für diesen Operator machen wir hier einfach ein Minus. Und das ist jetzt auch nochmal so ein Beispiel dafür, wie man eben ohne Abstraktionen ein polymorphes Verhalten in C++ zusammenbekommt. Ich mache hier jetzt eben einen Addierfunktor und rufe jetzt mal Accumulate auf mit eben diesem Funktor 1, den nenne ich noch mit etwas anders. Das ist der Addierfunktor. So. Und dann machen wir hier uns eben noch einen Subtraktionsfunktor, eben jetzt einen anderen. Und den erstelle ich mir jetzt eben beispielsweise mit 20. Und hier rufe ich ebenfalls wieder Accumulate mit diesem Subtraktionsfunktor auf, wie wir hier sehen können. Und je nach Objekt, was ich jetzt eben an diese Accumulate-Funktion übergebe, je nach Funktor, wird letztendlich andere Funktionalität aufgerufen, wie wir hier sehen. Der Witz ist aber tatsächlich, dass wir eben hier nirgendwo eine Abstraktion implementieren, sondern dass wir das Ganze einfach wirklich bloß über Operatorenüberladungen hier eben über das hier machen und hier über Templates. Sondern wenn wir das Ganze kompilieren, dann fangen wir eben an. Unser Addierfunktor, der startet eben standardmäßig mit dem Wert 0. Und unser Subtraktionsfunktor, der funktioniert jetzt eben mit dem Wert 20. Und jetzt rufen wir eben Accumulate mit diesem Funktor hier auf und landen jetzt eben hier in dem Fall in der Operatorüberladung für diese Zahl hier. Und wenn wir diese Sachen hier eben mit dem Addierfunktor aufnehmen, haben wir letztendlich den Wert 17 erreicht. Ich habe hier unten vergessen, dass ich das beides nochmal ausgebe, aber wir können das durchaus hier auch im Locals Window sehen, dass für den Addierfunktor eben der Wert gerade 17 ist. So, und wenn wir zurückgehen und jetzt das Ganze mit dem Subtraktionsfunktor aufrufen, dann kriegen wir eben eine andere Funktionalität. Wir landen auch in einer anderen Funktion, wie wir hier sehen. Das ist aber eigentlich Template-basiert oder Template-bedingt, besser gesagt. Und wir ziehen jetzt eben von diesen 20 jeweils diese Funktionalität ab. Und damit haben wir eben jetzt mal die Funktoren im Einsatz gesehen und wir haben auch mal gesehen, wie wir eben unterschiedliche Funktionalität ansteuern können über Templates anstatt über Abstraktionen. Und sowas geht halt in C-Sharp auf diese Art und Weise. Geht das? Kann man das mit Generics nachbauen? Ja, schon, aber man müsste eben die Generics wiederum einschränken und das macht man üblicherweise über ein Interface. Also so wie wir das jetzt hier in C++ haben, dass eben die Templates zur Compile-Zeit aufgelöst werden und der Compiler eben guckt, dass wir die jeweiligen Members, die wir auf den Funktionen hier, auf diesen Ts aufrufen, auf diesen Objekten hätte ich, also Funktionen war gerade eben falsch, dass die eben in den jeweiligen Objekten vorhanden sind. Das macht der Compiler für uns in C++ und das macht die Templates auch so schnell im Vergleich zu Generics. Gut, also wir haben gesehen, als Funktor bezeichnet man in C++ letztendlich bloß Objekte, die den Klammer auf, Klammer zu Operator überschreiben. Und wir haben jetzt hier auch nochmal im Beispiel gesehen, wie wir diese Funktoren eben einsetzen können, um polymorphes Verhalten letztendlich zu bekommen. Und das sieht man dann teilweise eben auch in den Collections, beispielsweise Vector of T, wenn man da eben Iterators benutzt, das sind letztendlich auch bloß Funktoren mit dem Spiel. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!